Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, ihr hört meinen kleinen Mini-Ventilator nicht so stark. Mir ist mega, mega heiß und was soll ich sagen? 34 Grad. Yay. Macht keinen Spaß, wenn man dann aufnehmen tut. Aber ich wollte auf jeden Fall das Video so schnell es geht fertig drehen. Und heute geht es um die Halbjahresvorschau. Um die Halbjahresvorschau für meine Thriller ab, also für die Thrillers. Ich habe ja letztes Mal, also schon Anfang Januar oder so, eigentlich für das ganze Jahr gemacht und habe dann gemerkt, so okay, ab Juli gab es da eigentlich fast kaum Bücher. Und ja, habe mir jetzt gedacht, so ja, jetzt ist Zeit. Ich habe jetzt für Juli, August, September, Oktober und November und Dezember mir Bücher aufgeschrieben. Es kann sein, dass manche doppelt sind. Ich wollte jetzt nicht das alte Video nochmal anschauen, die Bücher aufschreiben, die vielleicht ab Juli erwähnt werden, und habe mir gedacht, wenn ich es nochmal sage, ist es halt so. Ist jetzt nicht so schlimm für mich, hoffentlich für euch auch nicht. Naja, das erste Halbjahr ist ja schon rum. Dementsprechend, ja, haben wir jetzt nur noch Bücher, die ab jetzt dann kommen. Wie gesagt, ab Juli fängt es an und am 1. Juli erscheint schon ein Taschenbuch für 18 Euro. Ich schreibe euch dieses Mal auch Preise, Seiten und alles Mögliche halt auf. Das heißt, falls ich es nicht erwähne, dann seht ihr es hier. Ich versuche auch einige Bücher zu verlinken. Ich werde es nicht bei allen schaffen. Das sind viel zu viele Bücher. Man hat nicht so viel Platz. Also entschuldigt mich schon jetzt. Das wird sich nicht ausgehen. So, also das ist Band 3, Tote klagen an, heißt das Buch. Sie ist Fürsprecherin der Toten im Forensik-Thriller Tote klagen an, löst Casey Raven, die taffe Pathologin-Assistentin mit einer Vorliebe für Piercings und Tattoo, ihren dritten Fall. Das klingt schon auf jeden Fall mega gut. Ich habe noch nie was von der Autorin gelesen. Casey Raven steckt in tiefen Krisen. Schon seit Monaten hat die junge Assistentin der Rechtsmedizin keine jeden besonderen Momente mehr erlebt, in denen die Toten zu ihr sprechen. Hat sie ihre Gabe verloren? Und falls ja, welchen Sinn hat es dann, sich täglich mit so vielen Toten zu umgeben? Als eines Tages eine Leiche gegen den Rumpf ihres Hausbootes stößt, geht der Fall Casey ungewöhnlich nah. Der junge Mann kann nicht identifiziert werden und niemand scheint ihn zu vermissen. Zwar kommt der Tote, der ist Philia Flightfake vage bekannt vor, doch einen nützlichen Hinweis auf seine Identität hat auch sie nicht. Dann stellt Casey fest, dass der Leichnam schneller verwest, als er sollte, und ihr kommt ein Verdacht, der sich leider nur auf illegale Weise bestätigen lässt. Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und wir wandern jetzt schon am 17.07. Da erscheint Die Frau im Eishaus. Ich finde die Cover von schwedischen Büchern immer so nice. Die haben irgendwie, ich weiß nicht, die sehen halt locker aus, aber haben irgendwie immer was dabei. Ein erhängter Mann unter dem Sprungturm, eine zerstückelte Leiche in der Gefriertruhe und ein Backwettbewerb. Ein neuer Fall für August Strindberg. Oha, okay. Obwohl der Sommer noch nicht vorüber ist, legt sich hartnäckig Nebel auf Hovenesets Eisbuden, Segelboote und Badestege. Das ist halt so ein Ort, ich kann das nicht aussprechen. Während sich im August intensiv auf einen Backbewerb alle vorbereiten, zieht eine Unbekannte nach Hovenset, und zwar ausgerechnet in das Eishaus. Jene Gebäude, in dem August die zerstückelte Leiche von Lydia Broman fand. Doch dann taucht ein erhängter Mann unter dem Sprungturm auf und hat die fremde 19-Jährige etwas mit dem Toten zu tun. Endlich löst sich auf, was Lydia Broman im Jahr 1989 zustieß und ob August Strindberg den Backwettbewerb gewinnt. Oh ja, ja, das werden wir dann sehen. Erscheint, oh mein Gott, das ist so krass, der 47. Band von Eva Dulles, die, also
J.D. Robb, also Nora Roberts schreibt als J.D. Robb so. Und einfach schon mal der 47. Band, das ist so krass. Ein blutiges Attentat, ein Wettlauf gegen die Zeit und die vermutlich lässige Ermittlerin von New York. Der neue Fall für Detective Eve Dallas aus der Feder von Spiegel-Bestseller-Autoren J.D. Robb. So, ein Selbstmordattentat im Finanzdistrikt. Der Attentäter von Marketingchef einer Fluglinie, die von einer aufsehenerregenden Fusion stand. Lieutenant Eve Dallas von NYPD findet schnell heraus, dass Paul Rogan nicht freiwillig handelte, sondern durch das Kidnapping von Frau und Kind zum Anschlag gezwungen wurde. Nur warum? Der Business-Deal wird auf diese Weise nicht verhindert. Ging es denn Hintermännern also lediglich darum, Tod und Chaos anzurichten? Je tiefer Eve und ihr Team in den Fall eintauchen, desto rätselhafter erscheint das Attentat. Doch der Kampf hinter den Ganzen ist noch nicht lange fertig. Bald geschieht die nächste grausige Bluttat. Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ein neuer Band von Tess Gerritsen erwartet uns auch. Wann kommt das? Also ihr seht es ja eh eingeblendet. Ja. Eine mysteriöses Skelett, ein grausames Geheimnis und ein ungelöstes Verbrechen. Perfekter Thrill für dunkle Nächte. Julie Hamel ist schockiert. Bei Gartenarbeit stößt sie auf die Überreste eines menschlichen Skeletts. Dr. Maurer Isels wird als Pathologen hingezogen und stellt schnell fest, die Gebeine stammen von einer Jungfrau, die offensichtlich ermordet wurde, und zwar vor 200 Jahren. Wer ist die Tote und wer hat sie heimlich im Garten des alten Herrenhauses verscharrt? Die Neugier lässt Julia keine Ruhe. In Nachforschungen führen sie in die Vergangenheit der medizinischen Fakultät der Bostoner Universität. Boston, 1830. Ein brutaler Mord treibt sein Unwesen in der Stadt. Der begabte, aber mittellose Medizinstudent Norris Marshall gerät unter Verdacht und muss den wahren Frauenmörder enttarnen, um seine Unschuld zu beweisen. Doch dabei bringt er seine einzige Zeugen, die jungen Näherin Rose, in höchste Gefahr. Oh, das ist dann so in zwei Vergangenheiten. Klingt danach im Thriller-Style. Das ist ja echt cool. Habe ich jetzt noch nie sowas gelesen. Hätte auf jeden Fall Potenzial. Ich habe ja auch voll Bock auf Tess Gerritsen, ihre Bücher. Die hat ja auch Resolves und Isles geschrieben. Also die Reihe, die Serie inspiriert davon. Und hätte ich mal Bock, aber es ist halt auch schon so, das ist halt auch schon so der 12. Band oder so. Und puh, irgendwann mal muss man halt irgendwie anfangen. Oder sie einfach alle mal als E-Book holen und dann verstopfen sie das Regal so nicht. So, wir wandern zum 23.07. Da kommt ein Kulinarik-Thriller raus. Der zweite Band, das Süd heißt es. Nach ihren albtraumhaften Erfahrungen im Sternrestaurant Nord haben Alex und Sophie es geschafft, ein neues Leben zu beginnen, nachdem sie die Bedrohung durch Alice Duval hinter sich gelassen haben. Konzentrieren sie sich nun darauf, ihr Bistro Süd auf Öland zu eröffnen. Trotz der fantastischen Lage an der Küste Schwedens und dem Zugang zu lokal produzierten Zutaten stellt sich bald heraus, dass es harte Arbeit ist, ein eigenes Restaurant zu führen. Nicht zuletzt alle Geheimnisse ans Licht zu kommen. Nicht zuletzt als Geheimnisse ans Licht kommen, die alles zu ruinieren drohen. Aber Alex wird der Gedanke nicht los, dass Alice aus dem Schatten heraustreten und auf die Bildfläche zurückkehren könnte. Oder bildet sie sich tatsächlich alles nur ein? Okay. Am 24.07. erscheint Die Erben, das neueste Buch von G.P. Delany. Ein traumhafter Landsitz und ein Mann zwischen zwei Frauen. Ein Todesfall und eine Frage: Wer ist das nächste Opfer? Als die Geschwister Finn und Jess vom Tod ihres Vaters erfahren, sind sie sich nicht sonderlich betroffen. Die Scheidung ihrer Eltern liegt lange zurück und Kontakt zum Vater, der nach Mallorca auswanderte und ein unkonventionelles
Leben führte, hatten sie ohnehin nicht. Nur erheben sie seine heruntergekommene Finca mitten in den idyllischen Hügeln des Mittelmeerinseln. Nur erben sie, Entschuldigung. Der einzige Haken, Ruenza, die neue Frau ihres Vaters, die dort noch lebt, Finn fliegt nach Mallorca, um die Sache möglichst schnell und sauber zu klären. Seine Überraschung ist groß, als er ein luxuriöses, renoviertes Anwesen vorbefindet und die atemberaubende Rose, die erwachsene Tochter seiner Stiefmutter. Hals über Kopf verliebt sich Finn in die geheimnisvolle und so verletzliche wirkende Rose und will alles dafür tun, dass sie auf der Finca und bei ihm bleiben kann. Doch dann beginnt die Polizei Fragen zum vermeintlichen Unfalltod seines Vaters zu stellen und auch Finn wird unsicher, welches dunkle Geheimnis aus ihrer Vergangenheit verbergen die beiden Frauen. Sind sie wirklich ein hilfloses Opfer, die unverschuldet in diese Situation gerade sind, oder wollen sie die Finca für sich, koste es, was es wolle? Okay, das klingt schon sehr, sehr gut. Also, das Buch hat echt Potenzial, bei mir einzuwandern. Ja, einzuwandern, das ist Deutsch, egal. Dann kommt das neueste Buch von Max Bento raus. Ein neuer Fall für Nils Trojan. Eulenschrei heißt das Buch. Eine Frau ermordet in einem Baumhaus. Ein männliches Opfer getötet in seinem Auto. Eine Schauspielerin tot aufgefunden in ihrer Badewanne. Profilerin Carlotta Weiss und Kommissar Nils tappen im Dunkeln, was die Beziehung zwischen diesen Menschen, die einem scheinbar wahllos wütenden Mörder zum Opfer gefallen sind. Einen ersten Hinweis erhalten sie, als noch der Maler Robert Lumen gewaltsam ums Leben kommt. Auf dem Speicher seines Hauses ist das Bildnis einer mysteriösen Jungfrau mit einer Eule versteckt. Ist sie die Bindeglied zwischen den Opfern, als Carlotta sich wie die Porträtierende kleidet und ein zwielichtiges Etablissement aufsucht, das Lumen und die Frau möglicherweise verbunden hat, kommen sie dem Täter gefährlich nahe. Aber in welcher tödlichen Gefahr sie wirklich schwebt, begreifen sie erst im letzten Moment. Okay, also ich habe ja die Max Bento oder Nils Trojan Reihe eigentlich lange verfolgt und mochte ich auch eigentlich sehr gerne. Für mich ist es immer noch so, dass ich, wenn ich Bock drauf habe, immer noch das E-Book oder mir die Hörbücher anhören kann oder will oder soll oder was auch immer. Aber ich werde die Reihe auf jeden Fall nicht mehr weiter kaufen und habe sie auch schon verkauft, also ich bin damit zufrieden. So, wir sind mittlerweile im August und am 1.8. erscheint der tiefste Punkt. Es handelt sich um einen Techno-Thriller. Ich bin sehr gespannt. Ein Schiffsunglück und ein Mord, die internationale Raumstation und der kenianische Dschungel, ein internationaler Thriller über moderne Technik und was passiert, wenn sich die Falschen ihre Möglichkeiten zunutze machen. Während eines Sturms vor der deutschen Ostseeküste verunglückt ein Ausflugsschiff mit einer Hochzeitsgesellschaft an Bord. 24 Menschen, alle Teil der kleinen Ostseegemeinde Rettner, verlieren in den Flut ihr Leben. Auch der beste Freund der Informatikerin Nina hätte an Bord sein sollen, doch Nina glaubt, ihn nach dem Unglück gesehen zu haben. Nina und Matthew, der örtliche Seenotrettungspilot, sehen einen Zusammenhang zwischen dem seltsamen Verhalten des besten Freundes und dem Schiffsunglück. Die Polizei will davon allerdings nichts wissen. Ein Schiffsunglück, verstrickte internationale Großmächte und ein Weltlauf gegen die Zeit. Ja, das meint man wahrscheinlich mit dem Techno, also mit dem Technischen und nicht Techno-Musik. Ich habe mir schon gedacht, das wird jetzt nichts mit Musik zu tun haben, aber wäre trotzdem lustig gewesen. So, auch erscheint am 1.8. Death TV. Dein Tod steht im Programm und das ist ein Buch, was mich sehr, sehr, sehr anspricht.
Ein tödliches Spiel um Leben und Tod. Frankie Percival muss in einer Fernsehshow sterben, um ihren Bruder zu retten. Frankie ist verzweifelt. Um ihren Bruder von finanziellen Ruin zu bewahren, erklärt sie die alleinstehende Bühnenkünstlerin und Mentalistin bereit, sich in der beliebten Fernsehshow der Welt umbringen zu lassen. Kaum dass ihr Todesurteil unterschrieben hat, werden ihr auch die Hypnose, die Erinnerung genommen, sodass sie keine Ahnung hat, bald zu weltweiten Unterhaltung auf spektakuläre Weise getötet zu werden. Ahnend, dass jeder es auf ihrem Leben abgesehen haben könnte, erhält Frankie plötzlich ein Angebot, das ihren beruflichen Durchbruch bedeuten könnte. Die Lösung ihrer Probleme scheint zum Greifen nah, wenn nicht ihr Tod schon fest im Programm stehen würde. Ja, es klingt auf jeden Fall super spannend. So, wir sind jetzt am 12. August. Da erscheint Du kennst sie und auch das ist klingt wirklich so gut. Hier steht nämlich ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen zwei Frauen, die in einer besseren Welt, die in einer besseren Welt beste Freundinnen gewesen wären. Das klingt schon wirklich so nach meinem Geschmack. Sophie Bram ist Barkeeperin in einem eher gehobenen Etablissement irgendwo in Virginia. Sie ist die Chefin hinter Tresen und Übergrifflichkeit der männlichen Kundschaft gewöhnt. Aber als ein Ekeltyp ihr erst den Lieblingsrotwein wegsäuft und dann auch noch massiv zudringlich wird, hat sie die Schnauze voll. Nora Winter ist Polizistin, die es, weil schwarz und weiblich, mit ihrer Karriere nicht leicht gemacht hat. Zufällig freundet sie sich mit Sophie an, wenngleich sie wittert, dass mit den rätselhaften Barkeeperin etwas nicht stimmt. Denn Sophie hat zwischen Freunden an finalen Lösungen gefunden und macht fröhlich weiter. Nora leidet unter Albträumen von getöteten Frauen, muss aber nach der Männermörderin fahnden, während ihr eigener Mann ins Visier von Sophie gerät. Okay, also das heißt, Sophie, die Barkeeperin, ermordet Männer. Und Nora, die Polizistin, hat so einen Mann, der wahrscheinlich nicht gut mit Frauen umgeht. Und jetzt hat Sophie auf den Mann von Nora abgesehen. So verstehe ich das. Klingt auf jeden Fall super nach meinem Geschmack. Ich hätte Bock, das Buch zu kaufen. Am 13.8. erscheint Eisrausch. Tödliche Jagd auf Grönland. Als zwei Arbeiter eines umstrittenen Tagesbauprojekts in Grönland ermordet werden, sieht die Polizeichefin von Artus die Möglichkeit, ihren eigensinnlichen Ermittler John loszuwerden, vergeblich. Als neuer Sicherheitschef fliegt er auf die Insel und begreift bald, dass er sich nicht mit einem gewöhnlichen Mörder zu tun hat. Im Tagbau wird das begehrte Neodym abgebaut, dem die ganze Welt nachjagt. Niemand will John unterstützen und sich den großen Playern in den Weg stellen, bis er, aka Hög, trifft eine junge Einheimische, die ihm die mysteriösen Seiten Grünlands zeigt. Hier steht auch noch ein so brisanter wie hochaktueller politischer Thriller. Ja, nichts für mich. Ich mag ja politische Thriller überhaupt nicht. So, wir sind wieder oder immer noch am 14.8. Da erscheint Verwirrt. Bei Nacht und Nebel flieht Felicias mit ihrer kleinen Tochter aus ihrem Zuhause. Sonst, so hat sie endlich verstanden, wird ihr gewalttätiger Mann sie zerstören. Doch ihr bleibt nur ein Zufluchtsort, das Haus ihrer Mutter im tiefen Wald. Am See, in dem die Kinderleichen ruhen, wo die Schatten der Vergangenheit sie zu verschlingen drohen. Schon bald fürchtet sie, dass ihr Mann ihre Fährte aufgenommen hat. Oder lauern die wahren Schrecken woanders. Boah, das klingt auch mega gut. Dann erscheint auch am 14.8. Der fremde Passagier. Und auch das Buch hat mich damals auch schon sehr angesprochen. Deswegen ist es schon länger auf meiner Wunschliste. Gestern lebst du noch deinen Alltag. Heute wirst du von der Polizei des Mordes verdächtig. Es ging alles so schnell. An einem Tag lebst du höchst zufrieden deinen Alltag. Fährst du immer den Linienboot in die Londoner City zusammen mit deinem sympathischen Nachbarn Kit. Am nächsten Tag wird Kit als vermisst gemeldet.
Als du aus dem Boot aussteigen willst, warten bereits die Polizei. Ein anderer Passagier hat gesehen, wie du mit Kit am Abend zuvor gestritten hast. Die Polizei geht davon aus, du hättest ein Motiv für einen Mord. Du bist entsetzt, protestierst. Kit und du, ihr seid Freunde, das weiß doch jeder. Doch wer genau ist dieser andere Passagier, mit dem dem Finger auf dich gezeigt wurde? Weiß was er über dein Leben? Was hat er noch alles beobachtet? Aber es ist egal, denn du bist ja komplett unschuldig, oder? Dann anscheinend, auch am 14.8. Such Charming Liars, der neue Thriller der Bestseller-Autoren von One of Us is Lying. Dieses Mal wird das Buch sogar im limitierten Farbschnitt haben. Ich finde den wirklich schön. Es passt zum Buch auch und der Farbschnitt gehen so ineinander über. Das finde ich mega schön. So, 1 Million Cup, ein Mord und ein ungeheuer charmanter Lügner. Cats Mom ist Juwelendiebin, ein Profi, wenn es darum geht, die Reichen und Schönen auszunehmen. Sie plant eine allerletzte geniale Cop auf dem glamourösen Anwesen der Milliardärsfamilie Sutherland. Danach ist endgültig Schluss. Cat soll niemals ins Geschäft einsteigen, doch Cat gelingt es, sich mit einzuschmuggeln und unvermutet begegnen die beiden dort der Konkurrenz. Ausgerechnet Cats Ex-Stiefvater und dessen Sohn Liam haben dieselbe Familie ins Visier genommen. Als auf der Party ein Mord geschieht, geraten Liam und Cat in tödliche Gefahr und können plötzlich niemanden mehr vertrauen, vielleicht nicht einmal einander. Denn eines beherrschen alle je perfekt, nämlich das Lügen. Das erinnert mich so ein bisschen an Thief's Gambit und werde ich mir auf jeden Fall auch zulegen. Also ich habe richtig Bock, so ab und zu mal so auf Jugendthriller, die dann wirklich dieses Psycho mehr haben und ja, hätte ich voll Lust drauf. Am 17.8. erscheint das neue Buch von Taylor Adams und ich habe von ihm Exit gelesen, habe das Buch aussortiert, das hat mir leider gar nicht so gut gefallen, wie ich es gerne hätte. Ich bin sehr gespannt, ob ich mir weitere Bücher von ihm kaufen werde, aber wir lesen mal den Klappentext hier. Vor 3 Monaten fuhr Combry 17 Meilen zu einer abgelegenen Brücke und stürzte sich in den Tod. Das behauptet zumindest der Polizist, der sie gefunden hat. Combrys Zwillingsschwester Lena hat da ihre Zweifel. Was verschweigt der Beamte? Soll es tatsächlich nur Zufall sein, dass Combry noch kurz vor dem Tod angehalten hat? Mit dem Auto ihrer toten Schwester macht sich Lena auf den Weg zur Brücke, um die Wahrheit herauszufinden. Die Reise wird für sie zum Kampf um ihr eigenes Leben. Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Am 20.08. erscheint das neue Buch von Holly Jackson. Auch das wird einen farbigen Buchschnitt haben und auf jeden Fall werde ich mir das natürlich zulegen. Vor 16 Jahren verschwand Belles Mutter Rachel auf mysteriöse Weise. Die damals 2-jährige Belle war die einzige Zeugin und erinnert sich an nichts. Der Fall wird neu aufgerollt, als ihr Vater einer True-Crime-Doku zustimmt. Belle kann es kaum warten, dass die Dreharbeiten zu Ende gehen und ihr Leben zur Normalität zurückkehrt. Doch dann geschieht das Unmögliche. Rachel steht plötzlich vor der Tür und erzählt eine haarsträubende Geschichte. Kann es sein, dass sie lügt? Und wenn ja, wo war sie all die Jahre wirklich? Während die Kameras laufen, macht sich Belle auf die Suche nach der Wahrheit und findet Dinge über ihre Familie heraus, die alles für sie verändern. Also, ihre Mutter verschwindet und man denkt, sie ist tot und plötzlich, 16 Jahre später, taucht sie wieder auf. Schon krass. Also auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, habe Bock auf das Buch. Bock habe ich aber auch auf das nächste Buch. Das ist auch schon länger auf meine Wunschliste geraten. Alles Böse, das wir tun. Und hier steht auch noch Sandros Dezir, einer der erfolgreichsten Spannungsautoren Italiens. Mit düsteren Farbschnitt. Italien in der Gastland auf der Buchmesse 2024.
Es hat so viel Potenzial, das Buch. Und es ist ja schon, wie gesagt, auf Italienisch erschienen und hat so gute Bewertungen. Ein Kampf zwischen Korruption und Gerechtigkeit. Die Polizisten Italia Caruso hat den angeblichen Perser, in Klammern, verhaftet. Mit der Anschuldigung, er habe drei Mädchen ermordet. Der Unschuldige Cantini stirbt im Gefängnis, was ihr Gewissen mit einem brutalen Knall zum Leben erweckt. Heute. Die Schülerin Amala, Nichte der Anwältin Franziska, die den verdächtigen Contini damals erfolglos verteidigte, wird entführt. Cavalcante glaubt, dass der wahre Perser am Werk ist. Bald erhält sie unverhoffte Hilfe von Gary, der ebenfalls nach dem verschwundenen Amala sucht, und zwar mit allen Mitteln. Sandrosi Daziri versteht es, Verbrechen, Opfer und Täter so genial zu verstricken, dass die Grenzen zwischen Gut und Böse immer weiter verschwimmen. Klingt sehr spannend. So, wir sind jetzt im 21.8. Da erscheint Das letzte Geständnis. Das ist ein historischer Kriminalroman. Barclay 1944. Detective Al Sullivan hat nach einer Verabredung kaum das glamouröse Claremont Hotel verlassen, als er dorthin zurückgerufen wird. Der Präsidentschaftskandidat Walter Wilkinson wurde in sein Zimmer erschossen. Unter den Hotelgästen stößt Al auf zahlreiche Verdächtige. Steckt die chinesische Schönheit Chiang Kai-shek, mit der Wilkinson eine Affäre hatte, hinter dem Mord? Fiel Wilkinson einem politischen Motiven zum Attentat zum Opfer? Und was verschweigen die mysteriösen Bainbridge-Töchter? Erbin einer der reichsten Familie ganz San Francisco, die in der Nähe des Tatorts gesehen wurden. Auf der Suche nach der Wahrheit gerät Al in allen Netzen aus dunklen Geheimnissen, Intrigen und Schuld. Klingt super interessant. So, am 28.08. erscheint Er will nicht gehen, ein Locket Room Thriller. Lucy und Sam sind ein glückliches Paar, doch aus finanziellen Gründen müssen sie ihr Haus verkaufen. Als die Maklerin sich verspätet, muss Lucy einen Interessenten das Haus alleine zeigen. Für Lucy, die unter Angstzuständen und Panikattacken leidet, eine fast unmögliche Aufgabe, aber sie weiß, wie sehr sie auf das Geld angewiesen sind. Also lässt sie den Fremden herein, doch er verhält sich merkwürdig. Er stellt seltsame Fragen und versucht, Fotos von ihr zu machen. Dann verschwindet er plötzlich im Keller und antwortet nicht auf ihre Rufe. Lucy, unfähig, das Haus zu verlassen, ist alleine mit einem Fremden, der sich weigert zu gehen. Boah, das ist wirklich krass. Also, ich hätte schon Lust auf das Buch. Ich, vor allem auch das Cover finde ich mega schön und spricht mich auch voll an. Das ist so richtig meins. So, am 28.08. erscheint Stalker von Arne Strobel. Er will dein Leben. Eric Sanders spürt, dass die Rolle seines Lebens seine große Chance ist. Dass diese Rolle seine große Chance ist und er soll recht behalten. Die Resonanz auf seine schauspielerische Leistung im Münchner Tatort ist rundum positiv. Seine Bekanntheit wächst und Followerzahlen auf Social Media steigen, bis plötzlich jemand anfängt, sich für ihn auszugeben, seine Identität zu übernehmen, sich in sein Leben zu drängen, zunächst digital, dann in Person. Eric fühlt sich massiv bedroht, kann es sich nicht erklären, bis die Nachricht bei ihm eintrifft. Gestehe den Mord oder alle, die du liebst, werden sterben und Erinnerungsfetzen auftauchen. Okay, super spannend. Am 30.08. erscheint Das Smartphone. Du kaufst ein Smartphone, du schaltest es ein und die Jagd auf dich beginnt. Die Studentin Jane kauft ein gebrauchtes Smartphone in einem Handyshop. Kurz danach wird der Inhaber des Ladens ermordet. Die Polizei beschlagnahmt Janes Handy. Sie wird verdächtig mit dem Mord zu tun zu haben. Dann taucht ein Mann, der den Mordopfer zu verwechseln auch ähnlich sieht. Der Zwillingsbruder. Er behauptet, dass er bei der Tat eine Verwechslung gab
und er das Opfer hätte sein sollen. Jetzt sei auch sie in Gefahr und die Polizei könnte ihr nicht helfen. Jane ist verzweifelt. In was für eine Geschichte ist sie da hineingeraten? Was hat es mit dem Smartphone auf sich? Und wem kann sie wirklich trauen? Boah, das klingt auch super gut. Am 30.08. erscheint auch der neueste Band von Andreas Eschbach, Die Abschaffung des Todes. Die Unsterblichkeit ist nur ein paar Milliarden Dollar entfernt. Auch mit einem Farbschnitt in erster Auflage. Der Tod löscht alles aus. Der Tod ist barbarisch und jetzt sagen Sie mir, warum sollten wir das dulden? Drei hochkarätige Unternehmen aus dem Silicon Valley wollen ein zweites Manhattan-Projekt ins Leben rufen. Nur ist das Ziel noch ehrgeiziger als damals die Entwicklung der Atombombe. Sie wollen den Tod abschaffen. Die Journalistin James Windorfer entdeckte jedoch, dass die Unternehmer, während sie von Investoren Milliarden sammeln, insgeheim versuchen, einen Schriftsteller zum Schweigen zu bringen, weil sie eine tödliche Story fürchten, die er geschrieben hat. Was steht drin? Dass das Projekt gefährden könnte. James begibt sich auf der Suche nach dem Mann, gerät selbst in tödliche Gefahr. Ja, klingt auf jeden Fall super, super spannend. Hätte ich Bock, auch das Buch zu lesen. Und wir sind jetzt schon im September. Am 2. September erscheint der neueste Band von Michael Zokos mit Kaltem Kalkül, heißt das. Ist der zweite Fall für Sabine Jaul, keine Ahnung. Die Spezialeinheit um Dr. Sabine Jaul untersucht auch dieses Mal wieder ungewöhnliche Todesfälle. Zwei in schwarzen Samtkleider gehüllte und bizarr entstellte Tote, die im Wald in einem Gestell hängen, geben ebenso Rätsel auf wie ein Tatort in einer Bauwagensiedlung, wo ein Toter zwischen Kinderspielzeug, fetischartigen Utensilien und Perücken liegt. Noch weiß keiner der Ermittler, dass der jordanische Ex-Geheimdienstler Kaflaf unter Hochdruck nach dem verschwindenden 8-jährigen Ijalzar sucht. Ihm vertrauen die Bewohner der Neuköllner Hightech-Siedlung mehr als der Polizei. Kalaf findet heraus, dass Yazar nicht das erste verschwundene Kind aus der Siedlung ist und dass hinter diesem Fall etwas Grauenvolles steckt. Als eine Kinderleiche gefunden wird, beginnt Sabine zu erkennen, dass fernab der sichtbaren Berliner Strukturen eine urbane Schattengesellschaft existiert, die einen Blick hinter den Kulissen kaum verzeiht. Ermittlerin Monika Monti jedoch, Leiterin der 4. Mordkommission der Berliner LKA, schert es wieder, was die Vernunft vorgibt, noch was andere denken. Sie verfolgt ihren eigenen Instinkt. Also ich habe ja von Michael Zoko schon ein oder das andere Buch gelesen, aber und die sind auch immer gut, das ist jetzt keine Frage, aber irgendwie habe ich jetzt nicht das Bedürfnis, immer seine neuesten Werke zu lesen. Ich weiß nicht, ich tue mir da wirklich schwer bei deutschen Autoren und ich glaube, der Einzige, bei dem ich wirklich fast jedes Buch kaufe, bis jetzt die letzten Jahre immer, ist Sebastian Fitzek. Und alles andere, was von deutschsprachigen Raum kommt, ist eher so, ja, hole ich mir irgendwann mal vielleicht und dann vergisst man das und ja. Schauen wir mal, wie das jetzt dann so sein wird. Am 11.09. erscheint Nacht der Verräter von Horst Eckert. Blut ist dicker als Wasser, immer. Polizist Max Bauer fällt aus allen Wolken, als während einer Party am helligsten Tag seine Frau Julia spurlos verschwindet. Sie hat seit ihrem Kennenlernen ein Geheimnis um ihre Vergangenheit gemacht. Er nahm das in Kauf, denn ihre Liebe half ihm aus einer Krise nach einem traumatischen Einsatz. Aber wo soll er bei seiner Suche nun ansetzen? Zugleich konfrontieren ihn Kollegen der Kripo mit einem bösen Verdacht. Seine Brüder, Polizeibeamte im Streifendienst, sollen in den aktuellen boomenden Handel mit Kokain aus dem Hafen Antwerpen und Rotterdam verstrickt sein. Von Max wird verlangt, seine Familie zu bespitzeln. Andernfalls würde man ihn als Mittäter verfolgen. Eine lebensgefährliche Seiltanz mit
ungewissen Ausgang beginnt. Das klingt wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Am 11.9. erscheint auch Ihr Ein und Alles, ein Psychothriller. Ein packender, sinnlicher, atemloser Thriller über Einsamkeit und die vielen Facetten der menschlichen Kaltblütigkeit. Liv, Studentin mit einer schwierigen Kindheit, ertränkt ihr Unbehagen zusammen mit ihren beiden Mitbewohnern regelmäßig in Partys Alkohol und findet sie in der Gesellschaft von Nero, einer Babyschlange, die sie als Haustier hält und zu der sie auf eine fast symbolische Weise hingezogen fühlt. In Anwesenheit der Schlange fühlt sich Liv zum ersten Mal in ihrem Leben sicher, bis jemand aus ihrer Vergangenheit auftaucht und ihr Leben erneut ins Wanken gerät. Ja, also das auf dem Cover ist schon ein bisschen wie Schlange, aber nicht ganz. Aber am 11.9. erscheint auch Im Unterholz, auch mit farbigem Buchschnitt, ist ein Kriminalroman. In den endlosen Wäldern Schwedens, die Elchjagd beginnt, sucht die ehemalige Journalistin Vera den Schauplatz eines Mordes auf. Unter einem Hochsitz wurde die Leiche einer Frau aufgefunden, die grausam ihr Leben verlor. Während die Polizei auf der Stelle tritt, soll Vera ihren früheren Zeitungschef die Hintergrundstory zur Tat liefern. Doch die Geschichte, die Vera zuerst noch widerwillig aufdeckt, ist weit dunkler als erwartet und die Vergangenheit des Opfers enger mit Veras Mitmenschen verworben, als ihnen allen lieb ist. Ein tiefgründiger Krimi mit einer ungewöhnlichen Protagonistin steht hier noch. Klingt auch gut. Auch am 11.9. irgendwie erscheinen super viele. Am 11.9. ist Toxic. Jede Sekunde zählt. Seit sie bei einem Anschlag einen Teil ihrer Familie verlor, hat Meredith von Wolfen sich geschworen, ihren messerscharfen Verstand im Kampf gegen Terror einzusetzen. Unerbittlich jagt sie als Zielfahnderin des Bundesnachrichtendienstes Attentäter rund um den Globus. Als das Weltwirtschaftsforum in Davos bevorsteht, ist Meredith besonders auf der Hut, denn dort versammeln sich die einflussreichsten Machthaber der Welt. Am meisten beunruhigt sie, dass es schon länger keine Spur mehr von Lupus gibt. Und dann erhält sie die Information, dass große Mengen eines tödlichen Nervengifts verschwunden sind. Jede Sekunde zählt. Hier steht auch, das ist auch ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Geheimdiensten und Abgründe einer globalisierenden Welt. Ja, auf jeden Fall glaube ich nicht zu mich, weil auch dieses Spionagezeug ist, glaube ich, mittlerweile nicht so meins. Also ich glaube, das hat mir mal gut gefallen, aber mittlerweile ist es schon länger nicht mehr so. Oh, am 17.09. erscheint Der Steg. Bis vor einer halben Stunde dachte Priska, ihr Leben sei perfekt. Toller Job, toller Ehemann, tolles Haus am Plödener See. Vor Freude auf ein langes Wochenende mit ihren Halbbrüdern Moritz und dessen neuer Freundin Anna. Doch jetzt steht Priska auf dem Bootsteg, der zu ihrem Haus gehört, und blickt ins klare Wasser. Auf dem Seegrund liegt ihr Mann. Er ist tot und es ist ihre Schuld. Da klingeln auch schon die Gäste. Ach du Scheiße, das klingt echt krass. Hier steht auch noch, ein tiefgründiger, virtuoser, komponierter Psychothriller über zwei Frauen. Die eine will mit allen Mitteln ein Geheimnis bewahren, die andere möchte nur die Schwester ihres Freundes kennenlernen, bis ihr der Verdacht kommt, diese könnte eine Mörderin sein. Oha, also das klingt auf jeden Fall sehr nach meinem Geschmack. Auf jeden Fall werde ich es mir mal näher anschauen. Auch am 17.09. erscheint Nachtfahrt mit einem farbigen Buchschnitt. Die Nachricht vom Unfalltod ihres Vaters ist ein Schock für Katharina Holten. Nicht nur muss sie nach Hause zurückkehren, um sich der Fahrschule des Vaters kümmern, sie sieht sich auch mit einem Ereignis konfrontiert, das ihr Leben Jahre zuvor auf den Kopf gestellt hat. Aber dann verschwindet ihre Nichte Ronja, und wenn es Katharina nicht gelingt, herauszufinden, was mit der Geschichte ihrer Familie zu tun hat,
droht das junge Mädchen getötet zu werden. Eine atemlose Jagd gegen die Zeit beginnt. Am 18. erscheint der neueste Band von Harlan Coben, Nichts ruht für immer. Lustigerweise steht hier, dass es der 12. Band ist, aber ich habe immer gedacht, seine Bücher sind abgeschlossen. Es gibt jetzt eine Reihe, aber so ganz alle 12 Bücher irgendwie, ich habe keine Ahnung. Aber ja, ein grausamer Doppelmord erschüttert New York. Schnell präsentiert das FBI einen Verdächtigen, den berühmten Ex-Basketball-Profi Greg. Als der Privatermittler Myron Boltier davon erfährt, ist er vollkommen fassungslos. Denn Greg, sein ehemaliger Klient und ein guter Freund, ist seit 3 Jahren tot. Von Gregs Unschuld überzeugt steht Myron fest. Er wird nicht eher ruhen, bis er die Wahrheit herausgefunden und den Namen seines Freundes reingewaschen hat. Doch als er beginnt, in der Vergangenheit zu graben, stößt er auf ein undringliches Netz Rache und Intrigen und gerät selbst in größter Gefahr. Am 25.09. erscheint Spurlos. Eine Frau, die Menschen verschwinden lässt, besser als jeder Zeugenschutz. Doch jetzt wird sie selbst zur Zielscheibe, steht hier noch so da. Robin Graf lässt Menschen schnell verschwinden, spurlos und besser als jeder Zeugenschutz. Doch dann werden zwei ihrer wichtigsten Klienten zeitgleich ermordet. Robins Alarmglocken schrillen. Wie konnten die beiden untergetauchten Kronzeugen ertarnt und aufgespürt werden? Waren sie nur die ersten Opfer auf einem blutigen Rachefeldzug? Und wem kann Robin jetzt noch trauen? Als sie selbst zur Zielscheibe wird, muss sie sich eingestehen. Niemand ist mehr sicher, auch nicht ihre Familie. Es gibt nur einen Ausweg. Sie muss alles aufgeben, um ihre Liebsten von der mörderischen Jagd zu schützen. Am 26.09. erscheint der 2. Band Wintersonnenwende. Die Reihe heißt Wolf und Berg ermitteln. Ich habe den ersten Band schon gelesen. Es spielt in den 90ern und das war eigentlich das Coole daran, dass man nicht so Smartphones und alles hatte. Es dreht sich hier um eine Journalistin und einen Polizeibeamten und beide sind halt sehr grau und vor allem der Polizeibeamte. Ja, fand ich aber bisher gut. Ich denke, ich würde auch den 2. Band mir holen, wenn jetzt nicht so viel anderes im September einzieht. In einem von der Estonia-Katastrophe erschütternden Schweden ist der Kommissar Thomas Wolf von seinem eigenen Trauma schwer gezeichnet. Nur die Liebe zu seinen Kindern und seine Tablettensucht scheinen ihn am Leben zu halten. Doch als in der Silvesternacht 1995 ein Mann mit Kopfschuss hingerichtet wird, erwacht er aus einem Dornröschenschlaf. Zeitgleich forscht die Journalistin Vera Berg in einen vermissten Fall, dessen Spuren Thomas in ein verdächtiges Licht rücken. Als ein weiterer bestialischer Mord geschieht, kreuzen sich die Wege von Vera und Thomas und sie sind erneut gezwungen, zusammenzuarbeiten. Doch was verheimlicht Thomas und kann Vera ihm wirklich vertrauen? Das ist das, was ich meinte. Also beide Protagonisten sind sehr grau und vor allem auch der Polizeibeamte. Am 27.09., und hier habe ich die Seitenanzahl sogar hingeschrieben, weil mich das so schockiert hat, 272 Seiten, 14 Euro, die Ärztin, gefährliche Nachtschicht. Wieso hat das nur so wenig Seiten? Das ist doch so schade. Ich meine, der Buchschnitt ist schön, es ist alles cool, aber die Seitenanzahl ist halt wirklich sehr wenig. Dr. Eva Maris, Gynäkologin im Krankenhaus Bremen, führt nach einer brutalen Vergewaltigung in der Nachtschicht eine anonymisierte Spurensicherung durch. Für eine junge Frau wünscht keine Nachverfolgung, weil sie die Ereignisse möglichst schnell vergessen will. Wenig später wird eine andere lebensgefährliche Frau mit ähnlichen Misshandlungen eingeliefert. Eva fürchtet, dass derselbe Mann erneut zugeschlagen hat. Nur sie wüsste dann das DNA eines Serienvergewaltigers im geheimen Archiv des Krankenhauslager lagert. Eva ahnt nicht, dass der Täter längst weiß, wer sie ist und wie gefährlich sie ihm werden kann. Und dass er es begonnen hat, das Katz und Maus mit ihr zu spielen. Ja,
klingt sehr spannend. Ja, für 272 Seiten weiß ich nicht. Und wir sind jetzt im Oktober und am 1. Oktober erscheint von Claire McIntosh Freier Fall. Flug 79 ist bereits im Boarding. Sind Sie bereit für eine schlaflose Nacht? Im schlafraubenden Locket Room Psychothriller. Okay, klingt super interessant. Was eine Party für die Medien geplant war, wird zum Albtraum. In London startet der erste Non-Stop-Flug nach Sydney, voll besetzt mit etlichen Prominenten und Journalisten. Flugbegleiterin Mina bedient die anspruchsvollen Gäste in Business Class. Danach versucht sie weder mit an die Probleme ihrer fünfjährigen Adoptivtochter Sophia zu denken, noch an ihre auseinanderbrechende Ehe. Doch dann drückt jemand Mina einen Zettel in die Hand. Die Botschaft ist ebenso grausam wie unmissverständlich. Wenn Flug 79 dank Minas Hilfe sein Ziel nie erreicht, wird Sophias Leben andersfalls ist. Also muss jetzt Mina. Okay, ich lese mal weiter. Flugzeit beträgt 20 Stunden. Zu viel oder zu wenig Zeit für Entscheidungen über hunderte Leben. Filmreife Mischung aus Psychospannung und einem Katastrophenthriller. Boah. Also, ich weiß es nicht. Es klingt wirklich super spannend, und irgendwie so hätte ich voll Lust, aber. Oh mein Gott, wenn man sich das jetzt so wirklich vorstellt, ich habe ja massive Flugangst. Boah, ich weiß nicht, ob ich mich dann jemals wieder in ein Flugzeug setzen könnte. Weiß ich nicht, aber es klingt schon sehr spannend. Also ich weiß nicht. Am 1.10. erscheint auch Die Durchtriebene. Familie ist gefährlich, heißt es. Bitterböse Familienthriller aus Kanada. Oh, ich liebe ja auch so Familien-Thriller. Das ist ja auch so einer meiner Lieblingstropes. Reichtum, Macht und Bosheit. Willkommen bei einer der bösartigsten Familien der Welt. Die Durchtriebenen ist ein echter Page-Turner. Die fesselnde Mischung aus Thriller und Familiendrama begeistert mit köstlicher Raffinesse und Witz und schockierenden Wendungen. Oh mein Gott, all das, was ich in einem Thriller liebe. Also im Familienthriller. Ich mag ja auch sehr blutrünstige Thriller. Ed Shoxfire hat scheinbar das große losgezogen, als er sich in seine rund 50 Jahre jüngere Pflegerin Kelly verliebte. Oh mein Gott. Doch Eds Söhne sind von dem zweiten Frühling ihres schwerreichen Vaters alarmiert. Sie sehen ihr Erbe dahin schwimmen und bitten sogar ihre Schwester Alana, die der Familie seit Jahren den Rücken gekehrt hat, um Hilfe. Die alleinziehende Mutter schert sich zunächst nicht um ihre Sorgen ihrer geldgierigen Brüder. Als die Hochzeit angekündigt wird, ist sie bereit, eine Rolle im Plan ihrer Brüder zu spielen. Doch schon bald ist nicht mehr klar, wer hier eigentlich welches Ziel verfolgt. Also ich finde, der Klappentext gibt zu wenig her, und es sind eher diese Anreize, die das locken, also die mich locken würden, das Buch zu kaufen, aber leider jetzt nicht der Klappentext. So, ich meine, ja, theoretisch ist es schon spannend, wenn 50 Jahre älter ist und wenn der, ich weiß gar nicht, wie alt ist dann der Vater? 90, 80 oder so? Ist schon krass. Also, oder er ist 50, sie ist 50 Jahre. Das heißt, ja, oh ja, es kann nur so sein. Keine Ahnung, wir werden sehen. Am 7.10. erscheint kein Land in Sicht. Oh je, schon wieder. Ah nee, diesmal geht es um Kreuzfahrtschiffe. Und das ist schon mal was Neues. Und ich hätte auch Bock, mal auf eine selbst zu sein. Ein Kreuzfahrtschiff auf hoher See. Eine Frau in einer Kabine. Sie weiß weder ihren Namen noch wie und warum sie auf den Luxusdampfer gelandet ist. Nur dass sie Kreuzfahrten hasst und Angst vor dem Wasser hat, ist sicher. Widerwillig, aber mit ungebremstem Ermittlerdrang lässt sie sich ein auf das Abenteuer Kreuzfahrt, in der Hoffnung, ihre Identität auf hoher See wiederzufinden. Nur bruchstückhaft kehren die Erinnerungen zurück. Sarah
Sarah Peters ist ihr Name. Sie ist Kriminalkommissarin. Sie wurde undercover eingeschleust, um einer brutalen Schlepperbande auf der Spur zu kommen. Und Sarah weiß bald auch, sie kann auf diesem Schiff niemanden trauen und sie hat rasend wenig Zeit, um das große Verbrechen zu verhindern. Boah, das klingt auch super, super spannend. Am 10.10. erscheint Villa Obscura. Es steht Thriller da vom Oettinger Verlag, also mal was ganz Neues. Ich bin super gespannt. Nach dieser Nacht wird nichts mehr sein, wie es war. Auf einer Halloween-Party in einer abgelegenen Villa im Harz bricht echter Horror aus. Anfangs hoffen die 6 Jugendlichen noch, dass es sich um einen Scherz handelt. Doch die 2 maskierten Fremden machen ernst. Sie halten die 6 gegen ihren Willen fest und schicken sie auf eine lebensgefährliche Trip durch das zerklüftete Gelände am Brocken. Wonach suchen die Geiselnehmer und wer von den 6 entführten Jugendlichen verbirgt das größte Geheimnis? Als eine Geisel stirbt, beginnt ein unerbittlicher Wettkampf gegen die Zeit. Auch das klingt super spannend, klingt aber so ein bisschen nach Jugendthriller. Ich bin sehr gespannt, weil Oettinger ist ja eigentlich mehr Jugendthriller, also Jugendbücher, die sie rausbringen. Vielleicht gehen sie mal aus ihrer Komfortzone raus. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. So, ich bin wieder da. Ich habe eine kurze Pause gebraucht. Es ist so warm. Also wir haben gerade 31 Grad draußen. Was soll ich sagen? Bei uns zu Hause ist es noch angenehme 26. Wir haben alles abgedunkelt. Mein Zimmer sieht aus, als wäre ich ein Vampir. Aber es hilft wirklich. Das Parfüm des Todes. Das ist jetzt auch ein Verlag, den ich jetzt überhaupt nicht kenne. Aber ich habe schon ein paar Bücher jetzt bei meiner Recherche entdeckt von dem und ich habe ein paar draufgepackt. So, Taipei. Yang Ning ist Tatortreinigerin und hat früher den absoluten Geruchssinn. Nach dem Tod ihres Bruders ist sie allerdings mit einem Patientenverlust dieser Gabe gestraft und kann sie nur noch an Orten des Todes und der Verwesung wieder zum Leben erwecken. Als sie zur Wohnung einer verschwundenen Person gerufen wird, wo sie aufräumen soll, merkt sie allerdings zu spät und nachdem die Räume von ihr schon gesäubert worden sind, dass sie in eine Falle gelockt wurde. Diese Wohnung ist ein Tatort. Hier ist ein Mord geschehen. Prompt wird sie von der Polizei als Hauptverdächtige betrachtet. Yang Ning begibt sich auf eine verzweifelte Suche, um sich zu entlasten. Sie folgt der schwer fassbaren Spur, die der Mörder hinterlassen hat. Der Duft eines Parfüms namens Madame Rochas und nimmt dabei die Hilfe des berühmten Serienmörders und Künstlers Cheng Chun-Chi in Anspruch, um das Innenleben eines psychopathischen Geistes zu verstehen, um das Monster zu jagen, was sie selbst zu einem Monster werden. Um ein Monster zu jagen, muss sie selbst zu einem Monster werden. Boah, das klingt auch super spannend und könnte ich mir vorstellen, das mal als E-Book zu holen, weil das klingt wirklich voll nach mir. Am 16.10. erscheint der 8. Band von Martin S. Snyder. Todesspur heißt es. Dieses Mal ist eine Qualle drauf. BKA-Ermittler Martin S. Snyder und Sabine Nemitz versuchen bei einem nächtlichen Großeinsatz Dr. Paul Conrad festzunehmen. Der soll entscheidend am Entstehen der nächsten Generation der Terrorgruppe RAF beteiligt sein. Um an der Planung einer beispiellosen Anschlagsserie. Doch Conrad gelingt die Flucht und Snyder muss kreative Mittel ergreifen, um die Gefahr noch abzuwenden. Die Situation verschlimmert sich dramatisch, als Snyder auf die geheimnisvolle Lea Fuchs trifft. Deren eigene mörderische Pläne stellen seine Ermittlungen völlig auf den Kopf. Okay, ich bin sehr gespannt, vor allem weil am 16.09. erscheint der Riss. Das Cover sieht echt cool aus. Es ist nichts Besonderes, aber ich finde, es sieht echt cool aus.
Flynn Darkstar, einer der weltweiten besten Hacker, wird verhaftet, weil er in ein Computersystem des Pentagon eingedrungen ist. Er wird vor die Wahl gestellt, entweder Gefängnis oder Mitarbeit bei der Gruppe Harioto, einem geheimnisvollen Regierungsprogramm. Schon bald kommt Flynn dem wahren Ziel des Geheimprojekts auf die Spur. Die Suche nach Beweisen dafür, dass seine Realität in Wirklichkeit eine gewaltige Computersimulation ist. Doch wenn das so ist, wer hat die Simulation geschaffen und gibt es einen Weg, die Menschheit daraus zu befreien? Für Flynn beginnt eine atemlose Jagd nach mächtigen Gegnern, die sich hinter den Grenzen der Wirklichkeit selbst zu verbergen scheinen. Okay, das ist jetzt sowas wie Matrix? Nix für mich. Okay. Am 16.10. erscheint der dritte Band der Cold Case Academy. Und ich liebe die Cold Case Academy. Ich habe Band 1 und 2 gelesen. Ich freue mich sehr auf den dritten Band. Ja, ich werde euch da jetzt nur was vom ersten Band ein bisschen erzählen, frei. Weil ich habe den Klappentext mir jetzt nicht notiert, denn ich will mich auch nicht zu sehr spoilern. Wir haben ja eine Protagonistin, deren Mutter in Schauspielerin war und sie wurde in einem sehr jungen Alter ermordet. Also die Mutter war noch sehr jung und ihre Tochter war halt dabei und hat es aber nicht ganz mitbekommen irgendwie. Und ja, sie versucht halt immer noch rauszufinden, wer der Mörder ist. Und eines Tages, sie arbeitet als Kellnerin, kommt ein FBI-Mann zu ihr und sagt, hey, ich möchte dich in unserem Cold Case Team dabei haben. Du wirst halt üben und trainieren, sich in Mörder und so weiter hineinzuversetzen, bis du dann selber soweit bist, um dann ja zu ermitteln auf eigene Faust. Und ja, so beginnt die, so fängt sie bei der FBI an. Für sie hätte es sowieso nichts Besseres gegeben, weil ja, in der Schule war sie halt nicht so gut und sie musste halt ihren Eltern, also ihrem Vater und ihrer Großeltern finanziell helfen und da ist halt das FBI natürlich das Perfekte für sie. So, wir machen weiter mit 17.10. Das zweite Kind heißt das Buch. Mitten in der Nacht wird in der toskanischen Provinz ein kleiner Junge aufgegriffen, nackt, unterkühlt und vollkommen verängstigt. Der Junge erzählt, dass er in der Gewalt eines fremden Mannes war, aber entkommen konnte. Kurz darauf wird in Bologna ein weiterer Junge entführt. Beide verbindet nichts, bis auf die Tatsache, dass sie einander zum Verwechseln ähnlich sehen. Ein Zufall scheint ausgeschlossen. Aber warum sollte jedoch identisch aussehende Kinder entführen? Valentina Medici, eine junge, zielstrebige Ermittlerin der italienischen Spezialeinheit, wird aus Rom nach Bologna geschickt, um den Fall zu untersuchen und den Entführer zu stoppen. Sie stößt auf eine Reihe von Cold Cases und einen grauenvollen Zusammenhang. Ja, auch das klingt super spannend. Am 23.10. erscheint die Kaiserwald-Reihe Band 2 Sonnenwende. 25 Jahre nach dem Verschwinden von Rebecca Maywald in Riga ist ihre Tochter durch einen anonymen Brief auf die Diplomatenfamilie Prokolf aufmerksam geworden. Deren Stiftung Drei Linden finanziert dubiose Öko-Dörfer in ganz Europa. Doch Rebeccas Tochter, sich in den Sohn der Familie verliebt, war nicht vorgesehen. Um keinen Preis darf er ihre wahre Identität erfahren. Und auch er verbirgt etwas vor ihr. Was hat es mit seinen nächtlichen Albträumen auf sich? Wer ist Jay in seinem Kalender? Ein weiterer Hinweis führt sie nach Lettland. Angeblich will sie sich das Ökodorf Trislipas anschauen. In Wahrheit aber muss sie endlich Klarheit gewinnen über das Schicksal ihrer Mutter. Doch die von Prokholz setzen alles dran, ein dunkles Geheimnis zu bewahren. Die grandiose Fortsetzung des Erfolgsromans Kaiserwald. Okay, das klingt aber echt spannend. Ich bin gespannt. So, und der neue Fitze kommt wie jedes Jahr im Oktober. Dieses Mal am 23. Oktober. Das Kalendermädchen heißt das. Es gibt davon zwei Klappentexte.
Ich weiß jetzt nicht, welchen ich mir jetzt hier notiert habe. Auf dem Cover sehen wir jetzt noch nicht die Sondereffekte, die die Limited Edition haben wird, aber es ist jetzt noch ein bisschen dahin. Ich denke, sie werden das auch noch groß releasen und so. Dementsprechend ist nicht das Ende oder das Fazit sein wird. Was, wenn der Tod deine einzige Chance? 11 Jahren wurde Alma als Baby unter mysteriösen Umständen zur Adoption freigegeben. In ihrer streng unter Verschluss geheimen Adoptionsakte steht der Vermerk, Identität der Eltern darf unter keinen Umständen ans Licht kommen. Mutter droht Todesgefahr. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Doch nun ist Alma lebensgefährlich erkrankt und braucht dringend einen Knochenmarkspender. Um das Leben ihrer Adoptivtochter zu retten, steht Olivia Rauch, eine verzweifelte Suche nach den biologischen Eltern. Dabei stößt sie auf Gewaltverbrechen, spezialisierende Psychologen, auf die Legenden von Kalendermädchen, eine Jungfrau, die sich einst zu Weihnachtszeit in ein abgeschiedenes Häuschen im Frankenwald zurückgezogen hatte, um die dort von einem Psychopathen heimgesucht wurde, der sie zwang, einen Adventkalender des Grausamens zu öffnen. Ja, genau. Also ich kenne auch noch den Klappentext mit diesem Kalendergirl. Also das Buch heißt ja auch so. Aber auch das, also wie es halt zur Weihnachtszeit und so weiter war, dass es ein Psychopath war, das war halt im zweiten Klappentext. Ich werde euch den Klappentext zusätzlich noch einblenden, das heißt, das wird hier ein bisschen voll auch schauen, aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt den zweiten Klappentext durchlesen. Ich fand den zweiten eigentlich besser von der Spannung her. Ja, und dann könnt ihr weiter drücken. Am 23.10. erscheint Kalter Tod. Auch dieses Cover ist echt nice. Der Auftrag klang so harmlos. DC Edward Rickey und sein Vorgesetzten sollen einen todkranken Häftling aus dem Gefängnis abholen und nach Glenfarne bringen, wo er seine letzten Monate verbringen darf. Der Ort wirkt wie ein verschlafenes Dorf im Herzen Nationalparks. In Wahrheit ist es eine Hochsicherheitszone mit Überwachungskameras, Wachpersonal und elektronischen Fußfesseln. Hier leben Straftäter, die ihre Haft verbüßt haben, aber zu gefährlich sind, um sie in die Freiheit zu entlassen werden. Nachdem die Detectives den neuen Bewohner abgeliefert haben, drängt ein heraufziehender Schneesturm sie zur Rückkehr nach Aberdeen. Doch als in Glenfarne ein Mord geschieht, müssen sie die Ermittlungen übernehmen. Von Schnee eingeschlossen steigen die Spannungen in der explosiven Gemeinschaft. Denn etwas Böses ist nach Glenfarach gekommen. Also das klingt ja schon mega spannend. Also erstens haben wir dann nur Straftäter und dann wird einer der von dem, also umgebracht, nur voll Straftäter und alles ist voller Kameras. Also eigentlich müsste man sofort wissen, wer das ist, aber ich glaube, so einfach wird es nicht sein. Ich werde mir auf jeden Fall das Buch näher anschauen und ja, werde euch dann mal irgendwann nochmal, wenn ich es haben werde, zeigen. Don't swipe right. Am 24.10. Ein moderner und rasanter Serienmörder mit Spannung. Okay. A match made in hell. Jedes Match kann der einzig wahre Killer sein. Oh, das klingt auch super spannend. Aber das hat wirklich wenig Seiten. Gwen hat einige schreckliche Dates, die sie gern vergessen würde, doch sie muss sich wieder mit ihnen befassen, als die Männer einen nach dem anderen ermordet werden. Ausgerechnet ihr neuestes Match auf der App Parker macht ihr einen Heidenangst. Er scheint zu viel über die Mordserie und Gwen zu wissen, doch niemand glaubt ihr. Gwen selbst gerät ins Visier des Polizisten Aubrey. Schließlich ist sie die einzige Verbindung zwischen den Opfern. Schwerer als die Sorge um die Ermittlungen wiegt allerdings die Frage, wer das nächste Opfer wird, wenn all ihre Ex-Freunde aus dem Weg geräumt sind. Rasant, fesselnd und herrlich zynisch. Der herausragende Thriller-Debüt von L.M. Chilton. So, wir kommen jetzt wahrscheinlich zu einer der spannendsten Sachen nach Kalender Girl von Sebastian Fitzek. Für den Oktober erscheinen alle drei Bände von A Good Girl's Guide to Murder.
alle drei in Hardcover mit Farbschnitt. In der Special-Ausgabe, in der Jubiläums-Ausgabe. Ja, aller Zeit gleich am selben Tag. Ich muss euch, glaube ich, vielleicht nichts über A Good Girl's Guide to Murder erzählen, aber trotzdem werde ich den ersten Band mal, ja, euch mal vorlesen. Eigentlich ist der Fall abgeschlossen. Vor 5 Jahren wurde Andy Bell von ihrem Freund Sal Singh ermordet. Zumindest ist sich die Polizei sicher, denn es war so, dass es so war. Die ganze Stadt ist sich sicher, alle, bis auf Pippa. Für ein Schulprojekt will die Schülerin den Fall nur noch einmal aufrollen. Mit Laptop, einer Diktiergerät-App und jede Menge Mut macht Pippa sich auf und stellt Fragen, doch schon bald wird ihr deutlich gemacht, dass längst nicht alle Bewohner von Little Kilton Licht ins Dunkle der Vergangenheit bringen möchten. Ich habe den ersten Band gelesen. Ich fand es wirklich cool. Es hat Spaß gemacht. Es hat ja diese Fragen und also es hat wirklich, wirklich sehr viel Spaß gemacht, damit zu machen. Und ich werde auf jeden Fall muss jetzt schon sparen, weil im Oktober es ist echt nicht mehr weit bis dahin, damit man sich die 3 Bände kauft, weil das sind schon mal 60 Euro. Über 60 Euro, 70, sogar über 70, plus kommt auch noch im Fantasy-Bereich der Kuss der Lüge auch als Special Editions raus. Und die will ich natürlich, glaube ich, vielleicht auch haben. Also ja, ich bin schon beim Unhaul dabei, Geld irgendwie wieder reinzukriegen, damit ich mir die Bücher kaufen kann. So, machen wir mal weiter. Am 25.10. erscheint Happy End und das Buch, das spricht mich volle Kanne an. Wenn nach dem Happy End der Albtraum beginnt. Gerade noch lag der kleine Ben fröhlich brabbelnd auf seiner Krabbeldecke. Kurz darauf ist er nicht mehr da. Isa erlebt ihren dunkelsten Albtraum, als ihr 4 Monate alter Sohn spurlos verschwindet. Nach mehr als einem halben Jahr taucht Ben plötzlich wieder auf, doch seine Rückkehr bleibt so rätselhaft wie sein Verschwinden. Während die Polizei nach Antworten sucht, setzt Isa alles daran, die verlorene Zeit mit ihrem Sohn nachzuholen. Da werden ihr tief in ihre Zweifel immer lauter. Hat Ben schon immer diese klaren blauen Augen? Aufmerksam betrachtet sie Isa jede Abweichung und stellt sich weitere Fragen, die schon bald vermuten lassen, dass hinter der Fassade einer scheinbaren heilen Welt dunkle Abgründe lauern. Und das ist so spannend. Ich mag auch, wenn es um sowas geht. Ich bin jetzt selbst keine Mutter oder so, aber ich kann mich wirklich sehr gut hineinversetzen in das Ganze. Und ich stelle es mir wirklich sehr, sehr, sehr schlimm vor. Deswegen, ich bin wirklich sehr gespannt. Das Buch werde ich mir zu 100% am Release-Tag zulegen. Wir sind jetzt endlich im November, noch 2 Monate, dann haben wir es durch. Ich habe die Pause vorhin auch echt gebraucht. Da war ich schon über 1 Stunde am Werkeln. Am 4. November erscheint Feeling Safe. Ein hochspannender Airbnb-Thriller. Wem kann sie trauen und wer und wie sicher ist sie wirklich? Auf der Suche nach Ruhe und Entspannung reist die junge New Yorkerin Grace nach Wyoming, wo sie sich auf einer abgelegenen Ranch über Airbnb ein Zimmer gebucht hat. Hier gibt es weder Handynetz noch WLAN oder andere Ablenkungen. Nur ihren Gastgeber Calvin, mit dem sich Grace für die nächsten Tage das Haus teilen wird. Eine Affäre hat Grace eigentlich nicht im Sinn, doch die beiden fühlen sich sofort zueinander hingezogen. Allerdings beschleicht Grace seit ihrer Ankunft ein talentunangenehmes Gefühl und das bessert sich keineswegs, als plötzlich der Sheriff vor der Tür steht, auf der Suche nach einer vermissten Frau, die zuletzt das Zimmer auf der Farm gebucht hat. Das ist auch schon alles, was hier steht. Sehr spannend. Habe ich Bock. Werde ich mir wahrscheinlich auch zulegen. Oh mein. Das ist halt, man merkt immer, wenn ich solche Videos mache, dass ich eigentlich viel weniger Thriller lese, als ich früher gelesen habe. Und das macht mich schon ein bisschen traurig. Aber bald kommt der Herbst und da werde ich auf jeden Fall wieder Gas geben. Im Frühling habe ich ja auch super viele Thriller gelesen. Also so ist es ja nicht. Am 4.11. erscheint Der Zögling. Ein Serienmörder fordert sein Opfer in der
uralten Steinkreisen der Grafschaft Cumbria und verbrennt sie bei lebendigem Leib. Der Täter hinterlässt keine Spuren, bis die scheinbar willkürlichen Foltermale des dritten Opfers bei einer genauen Untersuchung den Namen Washington Poe ergeben. Könnte Detective Poe das nächste Opfer sein? Eilig wird zuletzt suspendierte Detective zurück in den Dienst befördert und zusammen mit der brillanten, aber sozial inkompetenten Analystin Tylee Bradshaw auf dem Fall angesetzt. Als ein weiterer Opfer und Hinweis entdeckt werden, die sich offenbar gezielt an Poe richten, stießen die beiden Ermittler auf ein lange gehütetes Geheimnis, das den Mord zugrunde liegen könnte. Je näher Poe den Täter kommt, desto größer wird der furchtbare Verdacht, dass er den Mann kennt, den die Presse den Brandopferer getauft hat. Am 6.11. erscheint der 8. Band von Mary Higgins. Dein ist die Schuld, heißt es. Sie sind Zwillingsbrüder, die vorbildlicher nicht sein können. Gut aussehende, klug, beliebt, bis einer von ihnen kaltblütig die Eltern ermordet. Der andere hat ein wasserdichtes Alibi. Welche der Zwillinge hat sich in einer schwülen Sommernacht wirklich am Tatort aufgehalten und welche nicht? Ist es möglich, dass sie gemeinsam den perfekten Mord geplant haben? Jahre später beschuldigen beide sich gegenseitig, denn mittlerweile haben sie selbst Familien gegründet und einiges zu verlieren. Laurie Moran soll in ihrer Sendung Unter Verdacht den Cold Case lösen. Mit ihren Recherchen holt sie eine Gefahr, die lange in der Vergangenheit begraben war, wieder ans Tageslicht. Boah, das klingt auch mega spannend. Wäre auch ein Potenzial, mal als E-Book oder Hörbuch, wenn es das gibt. Am 13.11. erscheint The Housemaid Band 3. Sie wird dich finden. Oh, und ich liebe es. Das heißt, bis November muss ich auf jeden Fall den zweiten Band lesen. Wie gut kennst du deine Nachbarn wirklich? Die Tage, in denen Millie die Häuser wohlhabender Menschen geputzt hat, liegen lange zurück. Ihr Traum von einem eigenen Haus in der ruhigen Nachbarschaft, wo ihre Kinder spielen können, ist wahr geworden. Doch Millie wird das Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmt. Sie fühlt sich beobachtet. Schließlich macht sie einen grausigen Fund um ihre Vergangenheit, holt sie mit einer vollen Wucht wieder ein. Ist die Vorstadt-Idylle in Wahrheit eine tödliche Falle, aus der es kein Entkommen gibt? Nur eins ist sicher, um ihre Familie zu schützen, würde Millie alles tun. Auch das klingt sehr gut. Deadly Game, die Abrechnung, erscheint am 13.11. Bei einer Müllkippe im Ost-London wird eine Metallkiste mit radioaktivem Material gefunden. Als die sofort herbeigerufene Polizei kommt, zu spät. Bevor die Beamten eintreffen, wird die Kiste bei einem brutalen Überfall geraubt. Neben den Geheimdiensten ermitteln auch H.D. Harry Taylor und sein Team. Sie sind bekannt für ihr unorthodoxes Vorgehen, aber auch für ihre Erfolge. Bald kristallisieren sich während der Untersuchung zwei Verdächtige heraus. Beide werden des Waffenhandels im großen Stil verdächtig und eine Atombombe auf britischem Boden wäre sowohl für den einen als auch für den anderen ein überragender Coup. Für Taylor und sein Team beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Wie oft habe ich das jetzt schon heute gelesen? Sehr oft. Todeskeller erscheint auch am 13.11. Ist auch ein Cold Case Thriller. So. In einem verlassenen Gebäude in Berlin, einst ein Heim für schwer erziehbare Jugendliche in der ehemaligen DDR, wird die Leiche eines Franzosen. Der Fund wird zum ersten Mal für das Europol ins Leben gerufene Cold Case Team um Sophia Steinbach und David Martin, die am Tatort schockierendes enthüllen, in einem zugemauerten Keller liegen, die Überreste zahlreicher Menschen begraben. Sophie, David und ihr Team tauchen in die düstere Vergangenheit des Erziehungsteams ein. Die Spur führt sie zu den geheimen Stasi-Akten und unaussprechlichen Grausamkeiten des ehemaligen Regiments. Während Sophie bis an ihren Grenzen geht, um für die Gerechtigkeit zu kämpfen, muss David seinen eigenen Dämon stellen. Dann nimmt der Fall eine drastische Wendung.
Am 27.11. erscheint Nachtwald. Den ersten Band habe ich schon gelesen. Das ist ein zweiter Band. Butler Hall, ein düsteres, etwas verfallendes Herrenhaus im Westen Irlands. Nach Monaten ohne Kontakt trifft Lizzie wieder auf ihre Familie, um die Hochzeit ihrer Mutter zu feiern. Lizzie hat einiges wieder gut zu machen und ist fest entschlossen, dass dieses Wochenende ein Erfolg wird. Doch bereits das Haus von George, dem neuen Ehemann ihrer Mutter, ist anders als erwartet. Butler Hall liegt mitten in einem dunklen Wald. Selbst die Straßen dorthin ist so zugewachsen, dass das Haus nur zu Fuß erreicht werden kann. Oh Gott. Trotzdem findet man jemanden den Weg durch den Wald und dieser Gast wird nicht einfach weggehen und ein albtraumhaftes Wochenende beginnt, während dem ein Geheimnis nach dem anderen ans Licht kommt und danach ist nichts mehr so, wie es vorher war. Ja, ich bin noch unschlüssig, ob ich mir den zweiten Band hole oder nicht, weil im Prinzip hat mir der erste eigentlich gefallen, aber der war teilweise so verwirrend und die Ermittlerin war echt ein bisschen Ballerballer im Kopf und ja, mal schauen. Dann erscheint am 29.11. Das Bild finde ich so krass und so interessant. Eine Buchhändlerin greift durch. May Morrigan, Bibliothekarin, trägt bevorzugt Perlenketten und Pastell. Ihr Herzensort ist ihre imposante Buchhandlung. Die alte Dame lebt in einem englischen Landidyll vor den Toren Londons, gemeinsam mit ihren beiden Dackeln und ihrem alten Studienfreund Fletcher. Ein beschauliches Leben. Wäre da nicht Mays Hang, ein unliebsamer Mensch aus dem Verkehr zu ziehen? Okay. Wer die Gemeinschaft stört, wird kurzerhand eliminiert. Als ein junges Mädchen aus dem Dorf verschwindet, ist ihr krimineller Ehrgeiz geweckt. Endlich scheint May einen würdigen Gegner gefunden zu haben. Wer steckt hinter der Entführung? Gab es weitere Fälle? Und kann sie den Täter noch vor der Polizei zur Strecke bringen? Finde ich richtig cool. Jetzt sind wir schon im Dezember. Gott sei Dank, bald ist es rum. Meine Güte, ist es lang. Am 10.12. erscheint das Wochenende. Vier Familien, drei Tage, ein Sturm, der alles verändert. Alleine der Titel ist einfach schon so Take my money, I need the book, so mäßig. Max und Annie Kingsley sind mit ihrem 12-jährigen Sohn von London nach Cornwall gezogen. Zur Einweihung ihres luxuriösen Campingplatzes haben sie eine alte Studienfreunde eingeladen. TV-Star Dominic und seine Patchwork-Family, die Ärztin und frisch gebackene Mutter Kira sowie die Freigeister Jim und Susie mit ihren Kindern. Doch bereits am ersten Abend kommt es am Lagerfeuer zu Auseinandersetzungen. Am nächsten Tag zieht von der Klüften küsste hier ein Unwetter auf. Als die Kinder von einem Strandausflug zurückkehren und eines von ihnen fehlt, eskaliert die Situation. Am Rand der Klippen, inmitten des tosenden Sturms, sind die Freunde auf sich zurückgeworfen. Alte Konflikte brechen auf, neue Geheimnisse kommen ins Licht und keiner traut dem anderen mehr über den Weg. Dann taucht unterhalb der Klippen am Strand eine Leiche auf. Das wird wahrscheinlich eines der Kinder sein oder so. Das stelle ich mir richtig krass und schlimm vor. Auf jeden Fall ist es auch ein Buch, das ich mir auf jeden Fall mal näher anschauen würde. Am 11.12. erscheint der zweite Band von Annie Luying. Beutetanz heißt das Buch. Sieht auch voll schick aus. Das Chaos, so würde ich auch gerne leben. Aber wegen den Umweltkatastrophen, die momentan alle da sind, ist, wer weiß, wie lange das Haus noch steht. An einem Morgen Ende August werden an einem See in der Nacht von Cromforce zwei erstochene Teenager-Mädchen entdeckt. Ein drittes ist schwer verletzt und nicht ansprechbar. Der Täter scheint schnell gefunden. In einem Erdkeller in der Nähe stößt die Polizei auf den 14-jährigen Eddie Bullund, der in der gleichen Konfirmationsgruppe wie die Mädchen war. Hat er
sich an ihren gerecht, weil sie ihn gemobbt haben. Zur Vernehmung auf dem Revier wird Annie als Vertreterin des Jugendamts hinzugezogen. Denn Eddie lebt in schwierigen Verhältnissen und es liegen mehrere Anzeigen gegen ihn vor. Annie glaubt an Eddies Unschuld und entdeckt schließlich eine auffällige Gemeinsamkeit im Leben der drei Mädchen, die dem Fall eine völlig neue Wendung geben. Klingt sehr spannend. So, wir kommen wieder zum 11.12. Und zwar erscheint da der vierte Band von der Cold Case Academy. Das freut mich auch sehr. Das heißt, wir haben einen Zyklus von 2 Monaten dann, was super ist. Ich habe euch ja den ersten Band schon ein bisschen näher erzählt. Also, falls ihr es vergessen habt, dann spult ein bisschen zurück bis in den Oktober. So, dann erscheint auch am 11.12. von Thomas Krüger Es rappelt in der Kiste, ein Friedhofsgärtner ermittelt. Das ist so ein bisschen Comedy mit Thrill, also Kriminalroman steht da. Deswegen, ich habe es mir draufgepackt, weil ich mag das ja auch mal, also ich mochte es früher nicht, aber dann habe ich 18 Morden gelesen und das war irgendwie, ich kann mich heute noch an das Buch erinnern. Das ist halt so krass. Der mit Melaten-Friedhof in Köln, ein Ort der Ruhe und der Gedenkens, dient Friedhofsgärtner Konrad Lesegang seit vielen Jahren als Arbeitsplatz und Zufluchtsort gleichermaßen. Als er ein altes Grab abräumen will, stößt er jedoch auf etwas, das die Friedhofsruhe je durchbricht. Eine zweite Leiche unter der ersten. Zeitgleich ereignet sich auf dem Flug von Bogota nach Deutschland ein vermehrlich natürlicher Todesfall. Die Leiche wird in der Rechtsmedizin gebracht, die direkt auf dem Friedhof angrenzt. Kurz daraufhin wird der Wachmann des Instituts ermordet aufgefunden. Zufall? Konrad muss, unterstützt von dem aufgeweckten Schüler Martin, tief in den Geheimnissen seines grünen Paradies auftauchen, um die beiden Fälle zu lösen. Gemeinsam decken sie ein Netz aus düsteren Geheimnissen und Verbrechen auf, das Konrad selbst in allergrößte Gefahr bringt. Also das wäre auf jeden Fall auch mal ein Kandidat für mich, irgendwann mal gebraucht oder so zuzulegen, weil es klingt super spannend. Wir sind immer noch am 11.12. Flutnacht erscheint. Daisy Darker hat schon immer ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Familie. Jahre ist es her, dass sie alle im selben Raum waren. Auch als Daisys Großmutter zu ihrem 80. Geburtstag an Halloween einlädt, gleicht es daher ein Wunder, dass sie alle in der alten Villa auf einer Klippe in Cornwall einfinden. Dorthin gelangt es man nur mit Ebbe. Sobald die Flut einsetzt, ist nicht gerade harmonische Familie für 8 Stunden in einem düsteren Haus gefangen. Plötzlich wird ein Familienmitglied tot aufgefunden. Hilfe von außen lässt sich nicht rufen. Ein Sturm kappt jegliche Verbindung und alle sind verdächtig. Bei einer Leiche bleibt es nicht und Daisy entdeckt Dinge über ihre Familie, die sie sich in ihrem schlimmsten Albtraum nicht ausmalen hätte können. Sehr spannend. Hätte ich auch Lust. Dann sind wir schon fast am Schluss. 27.12. To Die For. Das habe ich schon mal beim letzten Thriller-Video auch erwähnt. Mache ich nochmal. In der elitären Welt der Luxusimmobilien in Los Angeles ist sich jeder stets der Nächste, was die Maklerin Andy Hart nur gut erkennen kennt. Nur zu gut kennt. Und nach den jüngsten Ereignissen ist sie bereit, ihre eigenen Regeln aufzustellen. Als ihr Chef das Team herausfordert, einen Käufer für ein atemberaubendes Strandhaus in Malibu zu finden, das mit einer Provision von 1 Million Dollar datiert ist, weiß sie, dass dies ihre Eintrittskarte in ein neues Leben sein kann. Aber sie ist nicht die Einzige, die das Geld nicht nur will, sondern braucht. Jeder ihrer 4 Kollegen hat Geheimnisse, die sie unbedingt verbergen wollen. Geheimnisse, bei denen 1 Million Dollar eine große Hilfe wäre. Und schon bald wird klar, dass die 5 alles tun würden, um das Geld in ihren Finger zu bekommen. Als beim Tag der offenen Tür eine Leiche gefunden wird, verwandelt sich das Traumhaus in ein Albtraumhaus. Tatort. Der Wettbewerb hat eine neue, tödliche Dimension bekommen. Ja, auch das super spannend und werde ich mir auf jeden Fall zulegen. So, am 27.12. erscheint auch minus 22 Grad. Ein Tag im Winter, kurz vor Mitternacht, Laura
Angela ist mit dem Trekkingrad im tiefsten Wald unterwegs. Wie aus nichts taucht hinter ihr ein SUV auf. Der Fahrer drängt sie vom Weg ab und überwältigt sie. Stunden später wacht sie in einem Käfig aus Plexiglas. Zwischen Laura und ihrem Entführer beginnt ein tödliches Spiel. Sie muss das Rätsel des Käfigs lösen, sonst wird sie sterben. Lauras Mutter bekommt zeitgleich eine unheimliche Botschaft, eine Barbie-Puppe mit Sterbedatum. Kommissar Lukas Jonathan erkennt darin die Handschrift eines nie gefassten Mörders. Soll Laura sein nächstes Opfer werden? Lukas macht sich bereit, in der Winterkälte ein Phantom zu jagen. Klingt auch super, super spannend. So, und wir sind jetzt schon beim letzten Buch angekommen, was auch am 27.12. erscheint. Und über das Buch habe ich auch schon geredet. Die Rede ist von Broken Dolls von James Carroll. Das ist ja eine Neuauflage vom DTV-Verlag jetzt. Der erste Fall für Jefferson Winter. Und ich sage es noch einmal, falls ihr das Buch nicht kennt, dann kauft euch den ersten Band, weil ich finde 11,90 Euro oder 11 Euro ist wirklich ein fairer Preis und da sind auch genug Seiten und das Buch war wirklich super, super, super spannend. Er ist kein gewöhnlicher Ermittler. Jefferson Winter ist Profiler und der Sohn eines berüchtigsten amerikanischen Serienmörders. Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, grausame Täter wie seinen Vater zur Strecke zu bringen. Doch manchmal fragt er sich, ob es etwas von dessen dunkler Seite geerbt hat und ob das der Grund dafür ist, dass er sich so gut in die sadistischen Mörder hineinversetzen kann. Für einen besonderen verstörenden Fall wird er nach England gerufen. Bereits 4 junge Frauen sind einem perfiden Täter in die Hände gefallen, der seine Opfer nicht tötet, sondern ihnen einen Teil des Gehirns entfernt, wobei er ihr Leben faktisch vernichtet. Jetzt ist eine 5. Frau verschwunden. Jefferson muss und wird alles dran setzen, den Täter zu finden, bevor auch ihre Seele zerstört wird. Ja, also Jefferson ist ein grauer Charakter. Man merkt das auch so, er hasst Menschen und aber trotzdem ist seine Lebensaufgabe super gut. Also ich finde es echt schön und ich freue mich auch wirklich, wenn mal die anderen Teile von ihm übersetzt werden. Das heißt, wenn ihr sie fleißig kauft, dann kann es auch sein, dass vielleicht die TV wirklich die anderen Bände auch noch übersetzen wird. 1 bis 3 habe ich gelesen und danach ging es halt nicht mehr weiter. Ja, meine Lieben, das war's mit diesem Jahr. Es sind im nächsten Jahr aber schon einige Bücher dabei und das sind auch so große Vertreter. Eigentlich hätte auch dieses Jahr das neueste Buch von Simon Beckett kommen sollen. Es wurde jetzt aber wieder verschoben. Es ist jetzt auf Januar nach hinten verschoben worden. Ich bin super gespannt, ob das jetzt wirklich auch eintrifft oder ob wieder verschoben wird. Ich habe keine Ahnung, was da los oder was da abgeht. Aber ja, ich hoffe, dem Autor geht's gut. Das ist das Wichtigste. Und ja, ihr könnt mir sehr gerne in den Kommentaren schreiben, welche Bücher euch am meisten interessieren, welche holt ihr euch auf jeden Fall. Ja, schreibt mir alles gerne in den Kommentaren. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Dieses Video hat super viel Arbeit. Dieses Video hat super viel Arbeit gekostet und es freut mich dann umso mehr, wenn es auch anerkannt wird. Ja, meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich verabschiede mich jetzt. Ciao!